Moin zusammen und willkommen zur nächsten Folge von Let's Play Atlas. Und ja, Update und Farmhouse. Ich laufe da mal hin. Das ist vom Nachbarn das. Um da gleich mal einzusteigen. Tja, so sieht das Ganze aus. Das ist ein kleines Experiment gewesen, komme ich gleich zu. Das ist dieses Farmhaus. Stein ist das jetzt. Es gibt nur aus Holz. Das ist die Version, dann die kleinere. Und anders als ich das gedacht hatte, baut dieses Ding die Ressourcen ab. Ich drücke gerade H, die in diesem Gebiet zu sehen oder zu finden sind. Ich gehe mal ein bisschen rum. Ja, das ist wie so eine Glocke um dieses Gebiet rum. Und ja, da baut dieses Teil die Ressourcen ab. Egal ob Metall, Holz, Thatch, also Stroh. Und das Ding wird mit Treibstoff betrieben, auch Holz oder Thatch. Aber wenn hier kein Thatch mehr in der Gegend ist, den er abbauen kann oder dieses Gebäude, dann baut das nicht mehr ab. Oder es ist voll. Das kann auch sein. Ich habe jetzt keinen Zugriff drauf. Was es nicht macht. Und das war dieses Experiment hier. Soweit ich weiß, ich konnte die Leute noch nicht sprechen. Es baut keine Ressourcen von Crop Plots ab. Also das macht es wohl nicht. Und es ist sogar so, je mehr Strukturen hier in diesem blauen Bereich sind, umso ineffizienter wird diese ganze Sache. Und dann sinkt auch die Geschwindigkeit, mit dem das abgebaut wird. Und solche Sachen. Im PvE-Modus kann jeder das Ding starten und stoppen, aber es hat nur der Bauer, der Erbauer Zugriff auf dieses Ding. Und was noch wichtig ist, das hat eine begrenzte Kapazität. Ich meine, es waren 8000 Units oder so. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe das schon wieder vergessen. Ich habe es mir ein paar Mal durchgelesen, aber ich muss ehrlich zugeben, für mich ist das Ding auch gar nicht mal so interessant. Ich laufe mal zurück zu unserer Stelle, was ich mir da eigentlich drunter vorgestellt hatte. Was ich da mir erhofft hatte, sagen wir mal so. Ich hatte gedacht, man kann hier jetzt, man baut sich hier dieses schnuckelige Farmhäuschen, dann setzt man da ein paar Crop Plots dran mit Bewässerung und allem Pipapo und dann schmeißt man dieses Farmhaus an und dann erntet das automatisch die Sachen, die man drin hat, außer die Samen, ne? Beziehungsweise nicht den Samen, der drin sitzt, um das zu betreiben, dieses Wachstum. Aber dem ist wohl gar nicht der Fall. Ich hatte mich eine ganze Zeit mit den Nachbarn hier, mit einer davon unterhalten. Wir hatten ein bisschen was ausprobiert. Und ja, ich hätte selber eins bauen können, aber wie gesagt, wir haben uns ja hier so ein bisschen abgesprochen. Und der Meisterarchitekt, sage ich mal hier, der soll da ruhig auch weiter walten und schalten und sowas. Das, da bin ich sehr froh drüber auch, dass ich mir da keine Gedanken drüber machen muss, mehr über sowas. Skill zu diesem Farmhaus ist hier, glaube ich, Construction Mercantilism, was auch immer. Ganz unten hier
Esotery of Building. Und ganz unten ist das Farmhaus in Holz und Stone. Ich könnte das jetzt lernen. Ich habe ein bisschen gelevelt gestern, aber ich weiß nicht. Also zum einen ist es sowieso nicht das, was ich für mich überlegt hatte jetzt. Und zum anderen finde ich das nicht so, also wichtig ist, ich, das Einzige, was halt ist, es kann über Nacht Ressourcen sammeln. Aber da kann ich auch mit Hacke und Schaufel losgehen und kann mir meine Sachen ehrlich gesagt selber zusammensuchen. Und das macht wesentlich mehr Spaß als ja, irgendwo da so ein Häuschen hocken zu haben und das macht alles automatisch wieder. Mir gefällt auch das hin zum Automatischen nicht so, so gerne oder so gut. Und ja, das ist auch wieder für Spieler natürlich, die vielleicht weniger Zeit haben. Und apropos Spieler, die zweite Sache, die mit dem Update kommen sollte, war ja die Möglichkeit, Schiffe mit Gold zu kaufen. Also so wie ich das aus den Zeilen, zwischen den Zeilen herausgelesen habe, in der Patchnote, hat es wohl dermaßen Kritik gegeben von Spielern und von der Community, dass die das erstmal verschoben haben und sich das nochmal überdenken wollen irgendwie, diese Sache einzuführen. Aber da muss man sehen. Also es gab jetzt dieses Mal beim Update wirklich hauptsächlich das Farmhaus. Die sprießen ja auch wie Pilze aus dem Boden jetzt auf dieser Insel. Die kann man nur in Abständen von 12.000 ja, Metern, ich weiß es nicht, was da für eine Einheit annehmen, setzen. Und scharf. Da hinten ist noch eins. Oh. Mistvieh. Na, komm mal ruhig her. Gestern am Samstag hatte ich hier, ich habe hier den ganzen Tag gespielt, von morgens um, weiß ich nicht, 9 bis nachmittags oder abends um 6 oder so. War sehr interessant. Ich hatte eine Alpha Rattlesnake gefunden und habe insgesamt in der Zeit 4 Level geschafft jetzt. Die Rattlesnake, die Alpha, die hat mir nochmal 2 zusätzliche Level beschert. War ganz angenehm. Ich hatte mich ein bisschen mit dem Farmhaus nochmal beschäftigt. Bin mit meinem Bötchen nochmal rausgefahren, habe ein paar Kisten gesammelt und ja, ich zeige gleich, was ich noch gemacht habe. Noch so ein Ding. Es steht aber auch still. Ich kann es auch nicht starten. Es ist wahrscheinlich voll, würde ich mal sagen. Ja. Und ja, bin ich ein bisschen umhergefahren, habe versucht, Kristall zu finden. Es gibt eine Insel hier, die heißt auch von der Company her, die geclaimed hat, heißt die auch Gems und Crystals. Aber ich habe nichts gefunden. Das war wohl auf dem schon wieder eine. Das ist wohl oben auf den Bergen oder sowas, keine Ahnung. Da habe ich dann aufgegeben. Ja, und was ich noch gemacht habe, ich habe angefangen, mein Zimmer zu dekorieren. Da rennen wir jetzt mal hin. Vorher mal zur Brigantine oder Brigantine. Da habe ich nämlich Folgendes gemacht. Ich habe das Ding einfach mal repariert. Mal gucken, es hält sogar noch. Es ist sogar noch okay.
Ich bin einmal überall hin mit dem Hammer und habe alles einmal repariert und mal gucken, wie lange das hält, weil das Schiff langsam auseinanderfällt. Ich finde das, ja, weiß nicht, haben sie wohl gemacht, damit die Dinger nicht zu lange irgendwo rumstehen. Keine Ahnung. Das andere habe ich noch nicht. Da ist ja die Mannschaft drauf. Ja, und in meinem Zimmer. In meine Küche habe ich noch was. Ja, ich habe schon wieder einen Vitaminmangel. Ja, ich habe ordentlich noch Fleisch produziert und so. Was habe ich in der Zeit gemacht? Habe noch mal Kokosnüsse hatte ich gesammelt auf dieser Kristallinsel. Und in meinem Zimmer habe ich angefangen, die Bilder zu malen, in Anführungsstrichen. Das ist hier ja moderne Kunst, aber hier, da, das. Es hat tatsächlich funktioniert, was ich vorhatte. Moment. So sieht man das ohne Schrift. Meine hübsche Fratze, die ich als Kanalsymbol auch habe, oder Kanal, Emblem, Wasserzeichen und so, egal. Geht gar nicht so schwer. Also, Moment, Schluck Kaffee. Man hat dieses Bild. Habe ich meinen Pinsel dabei? Nee, den habe ich jetzt nicht dabei, aber man speichert dieses Bild ab. Und dann kann man das bearbeiten. Und dann kann man das hier sogar wieder hochladen. Und es wird einem angezeigt, was für Farben man braucht noch. Welche einem fehlen, wenn man noch nicht alle Farben hat und so. Und dann plätschelt man dieses Bild auf diese Leinwand. Und ich will das mit den Segeln auch machen. Mein Kopf, der soll da drauf. Ja, ich bin noch nicht weitergekommen. Social Media soll hier drauf. Hier meine Accounts bei Pinterest, Twitcher, Instagram und ach, weiß der Geier, wo ich überall bin. Das mal anfangen auch. Hier Twitter vor allen Dingen. Und ja, mal gucken. Das war das Erste, das habe ich ausprobiert. Die Bilder dürfen maximal 256 mal 256 Pixel sein. Also man könnte auch einfach ein Bild erstellen, Namen in den entsprechenden Ordner packen und dann einfach hier hochladen. Hochladen ist das falsche Wort. Ja, laden die Datei halt und dann malt er das mit den entsprechenden Farben. Es gibt da bestimmte Farben bei Atlas, die man nutzen darf, die halt den RGB-Farben entsprechen, die man in dem Bild haben muss. Schade, ich hätte das ja mal vorbereiten können, euch zu zeigen, wie man das macht. Vielleicht mache ich das mal in der nächsten Folge im Hintergrund. Dann machen wir das mal. Das habe ich gemacht und ja, hauptsächlich gelevelt. Und ich habe jetzt noch ordentlich Skillpunkte über. Und ich weiß nicht, ob ich diese Vitamingeschichte mal leveln soll. Weil im Moment hat das irgendwie gar keine Wirkung. Das Tauchen habe ich fast voll. Und das Reparieren bin ich gerade dabei aufzufüllen. Weil ich denke mal, das ist auch so. Schifffahrten ist das auch nicht verkehrt. Na, da habe ich überlegt, dieses hier auch voll zu machen. Die Navigation. Nee, Quatsch. Hier ist das. Das hier. Effizientes Reparieren. Dieses hier. Zum Beispiel. Und bei der Musik, da hatte ich ja letztes Mal schon ziemlich wenig Erfolg. Das hier müsste ich dann machen. Die Practice. Dass man besser spielen kann. Ja, und das habe ich angefangen, Schaden gegen die Verdammten. Dass der erhöht ist. Und ja, Bogenschießen.
Habe ich echt nur die Seite des Bogenschießens? Könnte ich das noch machen? Schusswaffen habe ich jetzt noch nicht geskillt, aber mal gucken, ich weiß es noch nicht. Kochen will ich nicht, da haben wir jemanden. Ich habe nur die Seite des Farmings jetzt mal gelernt. Das werde ich auch nicht lernen, das mit dem Meisterkoch hier, ne? Da haben wir auch jemanden für. Was haben wir denn noch? Ja, Brunnen der Jugend war ich noch nie. Ich bin jetzt 78. Es dauert noch einen Moment, aber das werde ich Mitte der Woche wahrscheinlich hin müssen. Und ja, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Ich hatte das Silo nochmal vollgestopft mit Bären. Und ein bisschen Gold habe ich reingepackt. Ich wollte mal sehen, ob die sich daraus bedienen. Ich hatte so ein bisschen experimentiert, was kann man denn alles reinpacken? Und komischerweise, ich hatte Grapes, Weintrauben auf dem Meer gesammelt, aus den Kisten. Da bin ich gestern eine ganze Zeit umhergewandert und habe Rezepte und sowas gesammelt. Und ja, da habe ich dann hier mal immer mal wieder einen Schwung voll Beeren reingepackt und habe dann überlegt, Moment, wenn sich das Ding... wenn das Ding für die Mannschaft ist, dann muss da ja auch Gold reinpassen. Und ich habe ja mit den Kisten auch immer Gold gesammelt. Dann habe ich das mal hier reingepackt. Und es funktioniert tatsächlich. Die nutzen das, ja. Ich weiß nicht, welcher Umkreis das ist, aber kann man das auch sehen? Mit H? Nee. Ja, und nicht selber. Ihr habt es ja schon gesehen. Ich habe hier ganz viele Karten gesammelt von J3. Waren überall, ich weiß nicht, war überall zu sehen, also immer eingesammelt. Und ja, ich habe mittlerweile 50 Gold. Und mal gucken, die packe ich dann irgendwo. Ich weiß nicht, wo die Leute das da haben. Weil ich selber brauche ja kein Gold. Wir gehen mal kurz in den Schrank. Denn ich habe mit den Kisten vom Meer diese Schatztruhen, diese vergammelten, auch ein paar Rezepte gefunden. Lieder vor allen Dingen. Die habe ich gefunden. Die Grünen sind von der Spielbarkeit her am einfachsten. Gelb ist mittelschwer, Medium. Und dann kommen die schweren. Und ich habe halt diese Dinge habe ich gefunden. Ja, Reparaturgeschwindigkeit erhöht der. Diese Boosts, die man durch die Musik bekommt halt, ne? Das ist XP-Boost. Also da kriegt man mehr XP, wenn man kämpft und so. Auch die Figuren wohl. Also die getämten Viecher. Und hier haben wir ein schweres. Das ist wahrscheinlich die höchste Stufe, wo man XP besser bekommt. Dann hatte ich noch irgendein Rezept. Dieses hier hatte ich. Und dann hatte ich noch eine Treppe gefunden aus Stein. Die habe ich hier reingepackt. Die ist irgendwo da. Die habe ich gefunden. Fand ich ganz witzig. Habe ich da reingepackt, weil ich selber brauche es ja nicht. Ja, das war so mein Tun. Ich habe die Woche über gespielt. Ordentlich gelevelt. Ordentlich gesammelt. Und werde dann heute Abend, ist ja wieder Sonntag, mein Aufnahmetag. Und dann werde ich heute Abend auch wieder online gehen. Mal gucken, ob die beiden auch da sind. Vielleicht noch ein bisschen was machen oder so. Ich werde hier auf jeden Fall noch mal ein bisschen weiter leveln. Und vielleicht fahre ich mal zu den Ancient Ruins oder wie die heißt, Golden Ruins. Und mache da was. Auf jeden Fall war ich fleißig. Also mit dem Leveln auf jeden Fall. Nur meine Vitamine essen muss ich noch richtig. Also, aber ich habe ständig einen vollen Bauch. Das ist das Blöde. Essen.
Und dann würde ich mal sagen, war es das für diese Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Mal gucken, was wir in der nächsten Folge machen. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Eine schöne Zeit wünsche ich und einen ruhigen Wochenanfang. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.